Lützow, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute den Antrag der Kollegen von den Grünen. Wir können, glaube ich, alle zusammen festhalten, dass wir alle das Ziel haben, den gesellschaftlichen Frieden in diesem Land zu schützen. Wir wollen, dass dieser Prozess gelingt. Wir werden die Menschen, die zu uns kommen und hier bleiben, unterstützen, auch wenn wir, das zeigt dieser Antrag, politisch anderer Auffassung sein können. Wir haben alle das gleiche Ziel. Die Geschichte des Einwanderungslands Deutschlands hat gezeigt, Einwanderung hat unser Land bereichert. Wir sind nicht nur kulturell gewachsen, nein, Einwanderer haben ihren maßgeblichen Anteil am Wirtschaftsstandort Deutschland geleistet. Sie haben von Deutschland profitiert. Und unsere aller Heimat hat von Ihnen profitiert. Und wir werden auch jetzt mit aller Kraft daran arbeiten, dass Menschen, die neu zu uns kommen, die auch hier bleiben, dass diese Menschen eine Perspektive bekommen. Und damit sind wir in der Mehrheit. Die möchte gern Vaterlandsverteidiger, die Schutzbedürftige bedrohen, Kinder bedrohen, Frauen bedrohen, Flüchtlingsunterkünfte anzünden, sie sich nicht schämen, auf dem Rücken der Flüchtlinge Geld zu machen. Und gleichzeitig diese zu verachten, diese Gruppe, diese Minderheit gehört nicht zu uns. Wir können sie nicht ausweisen, aber wir werden sie mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpfen. Wir sind uns einig, dass wir in der aktuellen Situation alle Energien nutzen müssen, damit die Integration der Flüchtlinge möglichst schnell erfolgt. Nur braucht es dazu nicht die Erkenntnis Ihres Antrages, das wissen wir schon lange, und wir setzen es vor allem auch um. Aber der Wettbewerb der Ministerien um mehr Geld ist hier auch nicht besonders zielführend. Wir brauchen eine kluge Priorisierung und Schwerpunktsetzung. Die CDU kümmert sich seit über 10 Jahren intensiv um die Integrationspolitik. Wir haben die nötigen Strukturen und Maßnahmen geschaffen. Wir haben die Leitplanken für das Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft ausformuliert und in konkreten Instrumenten umgesetzt. Und von diesen Maßnahmen profitieren wir auch im Moment maßgeblich. Und ich finde es ehrlich gesagt unverantwortlich, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, jetzt so zu tun, als hätten wir noch nie einen Menschen in diesem Land integriert, noch nie ein Flüchtlingskind eingeschult. Das finde ich einfach auch verantwortungslos, was Sie für eine Stimmung erzeugen. Der Sachverständigenrat für Migration hat uns vor Jahren bereits bescheinigt, dass Integration trotz einiger Problemzonen gesellschaftlich und politisch ein Erfolgsfall ist in Deutschland. Im internationalen Vergleich stehen wir besser da als unser Ruf, an dem Sie maßgeblich beteiligt sind. Im Vergleich zu anderen Einwanderungsländern wie Schweden und den Niederlanden hat Deutschland es besser geschafft, Menschen zu integrieren. Kommen wir zu Ihrem Antrag. Sie bemängeln in Ihrem Antrag, dass sich die Koalition im vergangenen Jahr nur mit asylrechtlichen Fragen beschäftigt hätte. Die Integration der Flüchtlinge aber habe kaum eine Rolle gespielt. Ich frage mich tatsächlich, was Sie in den Sitzungswochen machen. Wir haben die Integrationskurse für Asylbewerber mit guten Bleibeaussichten geöffnet. Die Mittel wurden für 2016 verdoppelt. Die Anforderungen an die Lehrkräftezulassung wurden angepasst, die Lehrkräftevergütung erhöht, die Teilnehmerzahl der Kurse hochgesetzt und die Trägerstrukturen wurden ausgebaut. Allein in diesem Jahr werden voraussichtlich über 5.000 neue Integrationslehrer zugelassen. Gestern haben wir auch aktuelle Zahlen des BAMF bekommen. Pro Tag werden seit Januar 2.600 Anträge entschieden, während es im ersten Halbjahr noch 890 Entscheidungen täglich waren. Seit Oktober 2015 wurden zudem 130.000 Altfälle abgearbeitet. Und ich bin in vielen dieser Außendienststellen des BAMF. Ich möchte hier auch mal eins sagen. Diese Arbeit, dieser Prozess, diese Anhörungen zu machen, diese Interviews durchzuführen, zu prüfen, ob diese Ausweise tatsächlich echt sind oder nicht und den Menschen auch mal sagen zu müssen, dass sie vielleicht keine Bleibeperspektive haben, das ist auch wirklich keine leichte Aufgabe. Und wir sollten anstatt den Behörden ständig auf die Füße zu treten, einfach diesen Menschen auch mal danken. Danke sagen, dass sie sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe stellen und für ihren Einsatz. Aber was haben wir noch gemacht? Der Arbeitsmarktzugang für Asylbewerber und Geduldete wurde erleichtert. Wir haben für 2016 im Haushalt zusätzlich zu den ESF-Programmen Bundesmittel für berufsbezogene Deutschsprachförderung aufbauen zu den Integrationskursen bereitgestellt. Wir unterstützen studierfähige Flüchtlinge mit den Studienkollegs. Wir haben 10.000 neue
Plätze beim Bundesfreiwilligendienst geschaffen und auch die Kompensationsmittel für den sozialen Wohnungsbau für 2016 bis 2019 wurden verdoppelt. Schön, dass Sie auch all das in Ihrem Antrag feststellen, dass das die richtigen Maßnahmen sind, aber das wussten wir auch vorher. Und ich empfehle Ihnen auch die Lektüre unseres Papieres des Maßnahmenkataloges vom CDU-Bundesvorstand vom 15. Februar. Dort haben wir noch mal festgehalten, was wir alles an den Maßnahmen ausbauen werden. Aber wir sind uns auch alle einig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass dieser Integrationsprozess nur in Zusammenarbeit mit Bund und Ländern tatsächlich erfolgreich sein kann. Und da frage ich mich, ob Sie, lieber Herr Beck, auch diesen Ton, den Sie hier im Bundestag anschlagen, auch tatsächlich für Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ansetzen. Wie sieht es dort mit der Verantwortung aus? In den Regionen Deutschlands, wo Sie, liebe Grüne, an der Regierung sind. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und ich kann Ihnen sagen, es tut einfach nur noch weh, wenn ich sehe, was in meiner Heimat an Integrationspolitik gemacht bzw. nicht gemacht wird. Über Jahre aufgebaute Strukturen gehen den Bach runter. Dabei geht es nicht nur um Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Die aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung hat eine traurige Bilanz gezogen. Laut dieser Studie stieg die Kinderarmut in der Zeit der rot-grünen Landesregierung zwischen 2010 und 2014 von 20,9% auf 23,6% an. NRW ist das Bundesland mit den meisten armen Kindern. 684.000 Kinder sind in NRW arm. Und erklären Sie mir doch mal, warum der Anteil an Kita-Kindern mit Zuwanderungsgeschichte in NRW sinkt, während der Zuzug ausländischer Familien zunimmt. Unter einer grünen Bildungsministerin geht die frühkindliche Bildung von ausländischen Kindern zurück. Das ist fatal, wenn man weiß, dass das, was Kinder vor dem Schuleintritt lernen, zentral ist für den gesamten weiteren Bildungs- und damit auch Integrationsweg. Es fehlt in meiner Heimat an Lehrplänen für die Sprachförderung, es fehlt an Lehrkräften, es fehlt an Räumlichkeiten, in denen nicht der Putz von der Decke fällt. Sie haben keinen Plan für die Beschulung der Flüchtlingskinder in Nordrhein-Westfalen. In Ihrem Antrag fordern Sie mehr Prävention, Gewaltschutzkonzepte, eine stärkere Polizei und Justiz. Glückwunsch, das finde ich alles sehr gut. Richtig so, bitte setzen Sie es doch um, lieber Herr Beck. Und falls Sie nicht wissen, wie das geht, dann würde ich Ihnen empfehlen, einen Blick nach Bayern zu werfen. Ich weiß, die CSU, die Kollegen werden häufig kritisiert, aber da hilft tatsächlich ein Blick zu den Freunden nach Bayern. Sie haben jetzt jüngst ein Konzept beschlossen. Die Staatsregierung hat ein Integrationskonzept beschlossen. Die Bayerische Landesregierung nimmt 490 Millionen Euro in die Hand, um die Flüchtlinge in Arbeit und Bildung zu integrieren. In einem ersten Schritt sollen bis Ende 2016 20.000 Flüchtlinge einen Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplatz angeboten bekommen. Danach sollen jährlich 60.000 erfolgreiche Arbeitsmarktintegrationsprozesse folgen. Und wenn ich mir das anschaue im Vergleich von Nordrhein-Westfalen und Bayern, dann kann ich nur sagen, ich bin überzeugt, die Kolleginnen und Kollegen in Bayern werden das schaffen. Und deswegen, genau, so sieht verantwortliche Politik aus. Und deswegen vergebe ich den Ehrentitel Integrationspartei heute mal ausnahmsweise der CDU und wünsche weiterhin gutes Gelingen. Herzlichen Dank. Letzten Redner in dieser Debatte erteilt.